Ah, bonjour, attention, attention, je suis Luanes, c'est un neuer Game Podcast avec mon ami André. Bonjour, baguette, fromage. Qu'est-ce que tu fais, André? Ça va bien. C'est beau. Dana. Unhöflich, mais la dame, Dana ist Premiere in Vorstellung. Dana! Bonsoir. Hallo, Dana! Salut! Gâteau! Baguette. Oui. Oh, baguette. Croissant. Oui, c'est ça, mes amis. Le thème aujourd'hui. Also 15 Jahre Französisch machen doch einiges aus, wenn man es lange nicht mehr gehabt hat. Liebe Leute, nicht erschrecken, es ist nicht die Sendung mit der Maus. Wir sind hier immer noch im rein ja, schönen deutsch gebliebenen Podcast. Wir lernen nicht Französisch heute. Das wäre auch ganz schlechte Lehrstunde. Macht das bitte nicht nach. Wir haben wieder geile Themen für euch auf den Teller gepackt, die da wären. Es gibt eine neue Revision vom Steam-Controller. Gran Turismo 6 enttäuscht auf ganzer Linie von Verkaufszahlen her. Der super-duper-mega-Microsoft-Multimedia-Chef Blair Westlake verlässt den Konzern. Final Fantasy VI gibt es jetzt auch für Android und iOS. Die Oscar-Nominierungen sind bekannt für 2014. Und die bekannte journalistische, hoch anerkannte Zeitschrift Der Spiegel hat tatsächlich eine Titelstory zu unserem Lieblingshobby. Aber bevor wir weitermachen... So, da sind wir wieder. Wuhu! Um es mit den Worten von Charles Martinet zu sagen. Ja, erstmal, wie geht's euch beiden eigentlich so? Fangen wir mal total crazy an. Mit ganz persönlichen Titelstories. Dana, was hast du heute so alles erlebt? Ich bin aufgestanden, zur Arbeit gegangen, nach Hause gegangen. Und jetzt bin ich hier. Wow, also so aufregend. Das ist ein aufregender Tag. Mensch. Ja, wir haben uns eben noch vor dem Podcast unterhalten, was für kuriose Zwischenfälle wir im Zug heute hatten. Ich glaube, André, deine Geschichte war ein bisschen interessanter wie meine. Vielleicht ohne denjenigen zu beleidigen, den du da getroffen hast. Oder vielleicht kannst du es anonymisieren. Vielleicht, dass dieser Kerl dich wiedererkennt im Podcast. Ja, es war eine interessante Begebenheit. Es war ein Herr mit Migrationshintergrund, um es mal politisch korrekt auszudrücken, ja, der den kompletten Zug mit lauter Musik beschallte. Und aufgrund seines etwas aggressiven Aussehens hat ihn natürlich keiner angesprochen und gesagt, dass er die Musik bitte leiser schalten soll, weil es uns stört. Und irgendwann haben sich vor mich eine Gruppe Typen gestellt, um es mal so zu sagen. Und einer stand halt im Gang, weil kein Platz mehr war. Und auf jeden Fall fuhren wir dann los und irgendwann hörte man von dem Mann mit dem Migrationshintergrund, zumindest wie es sich herausstellte, hörte man nur noch diverse Schimpfworte durch den Zug fluchen und alle Leute schreckten hoch und guckten und woher kommt das und keiner wusste es. Und das wiederholte sich ein paar Mal und irgendwann stand dieser Herr dann auf, drehte sich um, zeigte mit dem Finger auf diesen einen Typen, der im Gang stand und nichts gemacht hat und beleidigte seine Mutter, schrie ihn an und meinte, wenn ich dich noch einmal hier sehe. Und dann hat er den Zug verlassen. Und alle waren verwirrt, haben gelacht und haben sich nur gedacht, meine Güte, was für Menschen gibt es hier in Duisburg? Tja. Meine Damen und Herren, Duisburg. Sozialer Brennpunkt.
Auf live dabei für uns in Lebensgefahr wieder André. Ich glaube, das ist ein Applaus wert, ja, danke, liebe Zuhörer. Danke. Ja. Ja, meine Begegnung war ähnlich aufhitzend von den Gemütern her. Ich hatte ein Fahrrad in den Zug mitgenommen. Das war allerdings nicht mal das Problem, dass ich das getan hatte. Ich fahre ja in Hessen und fahre jeden Tag nach Frankfurt. Und generell hätte ich ja kein Problem, mein Fahrrad in Frankfurt vom Bahnhof her anzuschließen, wenn es da eine überwachte Parkanlage oder sowas gäbe. Gibt's aber nicht. Und ich traue mich nicht, mein Rad in Frankfurt abzuschließen, über Nacht am Bahnhof. Mhm. Und wer schon mal am Hauptbahnhof in Frankfurt unterwegs war, der wird auch wissen, dass ich berechtigte Gründe dazu habe für mein Tun. Nun ja, jedenfalls ist die HLB eine doch für Radfahrer sehr angenehme Verkehrslinie, denn in jedem Abteil gibt es hochklappbare Sitze, in denen du deine Fahrräder recht bequem ansteuern kannst. Kannst auch mit Rollstuhlfahrern, Kinderwegen, super. Das könnte so manch andere Linie in anderen Regionen könnte sich da eine Scheibe von abschneiden. Naja, jedenfalls hatte ich mein Rad angebunden und der Wagen war dann schon recht voll. So ab Bad Nauheim, Friedberg, so die Ecke rum, wird es dann schon recht voll. Dann kommen schon so die meisten Leute mit dazu, die in Frankfurt arbeiten. Und ja, jedenfalls hielt an einer Station der Zug an und es kam eine weitere Frau, so ich schätze sie mal so Mitte 40, Ende 40 dazu. Und wollte mit ihrem Fahrrad den Wagen, hatte den Wagen betreten und wollte ihr Fahrrad dann hinter meins stellen, wo ich überhaupt kein Problem mit habe. Aber da standen ein paar Herren im Zug und einer hätte einfach nur einen Schritt nach links machen müssen und sie hätte ihr Vehikel ohne Probleme dort hinter meins stellen können. Aber dann fing eine große Diskussion an, wir zahlen ja alle den gleichen Fahrpreis und ja, bevor ich mir einen Platz suche, können Sie sich einen anderen Platz suchen. Der Wagen ist ja voll, wie Sie sehen, und lesen Sie sich mal diese Broschüre raus. Dann hat er auf einmal so eine Broschüre aus seinem Mantel gezogen und ihr unter die Nase gehalten. Und wirklich einen Zirkus gemacht, 5 Minuten rumdiskutiert, statt einfach mal einen Schritt zur Seite zu gehen und sie einfach das Rad hinter meins stellen zu lassen. Und es wären alle glücklich gewesen. Aber gut. Zugfahren kann doch zu manch interessanten Konfliktsituationen führen. Ja, wir wissen ja, dass wir eine Person in unserer Redaktion haben, die uns davon lange, lange ein Lied singen konnte oder das Lied schlechthin und darüber auch noch ein Buch schreiben wird. Das ist wohl wahr. An dieser Stelle schöne Grüße an Daniel. Ja, einen herzlichen Gruß an Daniel, der immer noch im Umzugsstress ist. Eine Villa richtet sich doch nicht so einfach ein, weißt du doch. Ja, eben. Ne, die große I Know Your Game Villa. Mhm. Ich freue mich schon sehr drauf, dann in Daniels Swimmingpool so nach dem Podcast entspannt erstmal Füße hochlegen. Ja, beziehungsweise eigentlich ist ja der Plan gewesen, mit rauschunterdrückendem Mikrofon direkt vom Poolrand zu podcasten in Zukunft. Aber ja. Das sollte ich eigentlich noch nicht sagen, ich habe es jetzt verraten, tut mir leid Daniel, aber die Überraschung wäre rausgekommen. Ja, man muss ja auch sagen, man würde ja eh die ganze Zeit nur im Podcast das Geldbündel flattern hören. Ja, ja eben. Weil wir haben es ja. Genau. Ja. Wie es überall rumrauschen um uns rumfliegt, während wir Leute haben, die es über uns werfen. Genau. Ja. Es wird ja auch so sein, dass in dieser Ein Neuer Game Villa jeden Tag Party ist. Ja, ihr müsst euch halt vorstellen, das wird dann auch entsprechend schwierig mit der Geräuschabdichtung. Wir werden auch versuchen, dann so einen schalldichten Raum vor dem Pool, also so ein Glasraum, ne? So wie bei den WM, ne? Beim CDF, wenn die dann vom Potsdamer Platz berichten, ne? Versuchen wir sowas dann für uns einzurichten, dann halt in der Ein Neuer Game Villa. Genau. Im Endeffekt könnt ihr euch die Ein Neuer Game Villa vorstellen wie das Haus von The Great Gatsby. Nur in ein bisschen größer. Es ist ja nur so ein kleines Ferienhaus, was der da hat. Ja, richtig. So in etwa, genau. Wir haben da halt so ein bisschen, rein investiert. Wir haben auch ein paar Architekten dafür kommen lassen und haben uns auch eine künstliche Insel angelegt natürlich, weil ich meine, Leute, wir haben es. Ja, eben. Ja. Und ihr seid alle Teil davon. Wir sind auch immer nur für den Podcast nüchtern. Genau. Sonst genau. Nie. Das ist richtig, ja. Wobei, auch dann nicht immer. Das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. Tja. Gut.
Naja, jedenfalls, lange Rede, wie sagt der Daniel immer? Lange Rede, kurzer Sinn, genau. Ja. Ich versuche mal eine seiner Floskeln hier ganz unauffällig wiederzugeben. Daniel kommt vielleicht nächste Woche wieder, wenn sein Umzugstress in die neue Villa vorbei ist und alle wieder glücklich sind. Ja, so sieht er jetzt aus, der Steam-Controller. Wie sieht der eigentlich aus? Ja, der sah vorher insofern komisch aus, dass der keine Buttons hatte, sondern ein Touchpad. Und jetzt ist es wohl wirklich so, ich weiß nicht warum, vielleicht wegen Kritik oder ja, war ja doch, denke ich, schon ein bisschen Diskussionsbedarf da und vielleicht haben sie meisten das nicht so cool aufgenommen. Jedenfalls rudert jetzt 12 zurück und baut einen neuen Controller mit Face-Buttons und ohne Touchpad. Was haltet ihr davon? Findet ihr das jetzt doof oder denkt ihr, das ist jetzt richtig so? Ja, also ich schätze mal, das wird schon irgendwo richtig sein, weil wie wir von Valve wissen, hören die halt auf das Feedback ihrer User, haben die schon immer gemacht. Und damals, als die Beta-Konsolen halt rausgingen, haben die ja auch groß gesagt, es sind Beta-Konsolen, Leute, wir wollen erstmal euer Feedback haben. Und darauf haben die ja auch ziemlich geachtet. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass die halt dieses Feedback jetzt ausgewertet haben und halt, keine Ahnung, herauskam, dass dieser Touchscreen einfach überflüssig ist und deswegen haben sie das Design jetzt wieder so geändert, dass es ja jetzt wohl wieder ein D-Pad gibt, also so ein richtiges D-Pad und Action-Buttons oder wie sie heißen. Also, dass es mehr so einem normalen Controller ähnelt, um es mal so zu sagen. Und ja, ich denke schon, dass da Sinn hintersteckt. Valve wird sich nicht gedacht haben, oh, Leute, Überraschung, wir bringen kein Half-Life 3 raus, aber einen neuen Controller für eine Konsole, die noch gar nicht auf dem Markt ist. Ja, wobei ich finde es halt auch wieder, es ist so ein bisschen so, oh, wir versuchen jetzt irgendwie individuell zu sein und toll und innovativ und guck mal, was wir Tolles machen. Ja, nee, doch nicht. So, also keine Ahnung, manchmal wünsche ich mir, dass die sich halt auch einfach mal was trauen würden. Ja, es kommt jetzt nicht von ungefähr, dass es ausgerechnet jetzt passiert, weil es scheint wohl so zu sein, dass Valve viel Feedback eingesammelt hat. Weil die ganzen Betas, die gingen ja Ende letzten Jahres raus und da war es schon so, dass die Controller da, die hatten zwar schon das Touchpad, aber es hat nicht funktioniert. Also die besaßen noch kein Touchpad in dem Sinne und sie wollten das erst in späteren Versionen einfügen. Ja, und es scheint wohl wirklich so zu sein, die Beta-Tester haben wohl insofern das Feedback abgegeben, dass es nicht so cool ist, wie die sich das denken bei Valve und deswegen scheint das wohl jetzt in die Richtung zu laufen. Ja, was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist die Tatsache, dass dieser kleine Bildschirm auf dem Controller selbst halt doch irgendwo ziemlich ablenkend ist. Ich meine, er sollte ja für zusätzlich Infos sein und teilweise auch, um durch ganze Inventare durchzuscrollen, um ohne das Inventar auf dem Hauptscreen zu öffnen. Aber stellt euch mal vor, ja, ich gebe jetzt mal irgendein schlechtes Beispiel. Wir haben Dark Souls 2 und das funktioniert auf der Steambox. Und du hast halt dein Inventar da unten drin oder sonst wo. Oder sonst was auf dem Bildschirm und du bist gerade, keine Ahnung, in einem der wichtigsten Kämpfe und es gibt keine Pausefunktion, ja, in dem Sinne. Und du scrollst da durch deinen Touchscreen, guckst nur auf den Touchscreen, weil du nicht gleichzeitig hochgucken kannst. Oder du guckst dauernd hoch und runter, um am Ende einfach nur zu verrecken. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass dieser Touchscreen so ein bisschen, dass die Grundidee zwar gut war, aber dass er in der Praxis einfach viel zu ablenkend war von dem Hauptgeschehen, was man ja eigentlich auch einfach auf dem großen Bildschirm darstellen kann. Wobei ein Inventar auf dem Zweitschirm fände ich ja gar nicht mal so verkehrt. Ja klar, bei Dark Souls. Es ist von Vorteil. Ich hab's mir damals auch gedacht, aber vielleicht haben die Beta-Tester was gemerkt, erfahren, was wir Normalsterbliche halt nicht wissen. Okay. Das ist halt einfach so ein Mini-Inventar dann. Also, keine Ahnung, bei der Wii U finde ich es halt noch irgendwo sinnvoll, weil du halt einfach einen großen Bildschirm hast, aber... Ja. Naja, wir werden es nie erfahren. Ich bin mal gespannt, wie dann das neue Produkt aussehen wird. Und ob sich es jetzt, wie es jetzt halt im Vergleich zur, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Konkurrenz, dem Xbox One Controller und dem PS4 Controller sich verhält, ob er besser in der Hand liegt oder schlechter, ob es vielleicht sogar in Richtung Wii U geht.
mit einem großen Bildschirm. Sie sagen ja nur, der Touchpad fehlt, aber kein Bildschirm. Na gut, wäre auch Quatsch. Dass sie nur den Bildschirm reinmachen ohne Touchpad, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Es sei denn, sie wollen sowas machen wie bei Nvidia und dann so ein Streaming-Dingsbums, Kasper, machen, dass du ohne Fernseher auch spielen kannst. Mhm. Hm. Naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Die Vergangenheit brachte zumindest den Entwickler von Gran Turismo 6 nicht unbedingt viel, weil Gran Turismo 6 hat sich doch schlechter verkauft als erwartet. Was mich ehrlich gesagt aber auch nicht allzu sehr überrascht. Nein, mich auch nicht. Nein. Weil Gran Turismo 6 hätte eigentlich meines, also nach meinem Gusto hätte das Spiel besser auf der PS4 erscheinen sollen. So als Launch-Titel hätte das, glaube ich, viel besser funktioniert. Auch wenn das jetzt vielleicht grafisch nicht so viel besser ausgesehen hätte, wie jetzt das, was wir jetzt auf der PlayStation 3 kriegen mit Gran Turismo 6. Aber es kam zu einer richtig beschissenen Zeit mit neuen Konsolen. Und wer so richtig geil neue Konsolenkram, Rennspiel haben wollte, hat halt Forza gekauft auf der Xbox One. Und ey, dann wirst du halt auch kein Gran Turismo 6 mehr haben auf einer PS4. Ja. Also konkrete Zahlen sehen so aus. In Japan hat man 200.000 Einheiten verkauft und hat weniger als die Hälfte von dem damit abgesetzt, was Gran Turismo 5 noch in 2010 erreichen konnte. In Amerika sieht es sogar noch schlechter aus. Es hat sich 300.000 Mal verkauft. Oh. Der Vorgänger hat es auf 1,2 Millionen Einheiten gebracht. Aber richtig heftig scheint es wohl in Europa zu laufen, weil also auch da es scheint wirklich nur ein Fünftel von dem also von dem abzusetzen, vom sechsten Teil, als der fünfte Teil es noch geschafft hat. Ich finde, irgendwann fehlen einem aber auch mittlerweile bei Gran Turismo irgendwie so diese Argumente. Es sieht nicht besser aus, es macht nichts Neues, es ist im Endeffekt genau das gleiche Spiel wie davor. Mhm. Warum soll ich mir zweimal das gleiche Spiel kaufen? Ja, die meinen ja angeblich, es wird besser aussehen. Also damit werben sie ja seit Jahren, seit die PS3 damals auf den Markt gekommen ist. Heißt es ja, mit jedem Gran Turismo sehen die Autos realistischer aus und die Fahrmechanik ist besser und realistischer. Aber du hast natürlich recht, diese Unterschiede sind mittlerweile so minimal, das ist wie dieses mit den Handykameras mit 12.000 Megapixeln. Leute, das Auge kann, soweit ich weiß, ab einer bestimmten Zahl, ab 8 Megapixel gar keinen Unterschied mehr sehen. Es fällt dir dann halt nur auf, wenn du es irgendwie auf eine riesige Leinwand richtig, siehst, weil dann ist es so scharf. Wer macht das schon? Mit einem Handy- aber richtig, Auto? genau. Und das ist ja auch im Prinzip mit der mit Gran Turismo so. Ich meine, klar, wenn ich jetzt meine ganze Hausfassade zu einem riesigen Bildschirm mache, okay, dann wird es mir auffallen. Aber ich glaube nicht, dass es mir auf meinem 40-Zoll Fernseher auffällt. Noch. Hm. Ja, aber ich weiß nicht, habt ihr schon mal Gran Turismo gespielt, einen Teil? Ja, angespielt, aber nicht gespielt. Angespielt, okay. Ja. Hm. Ich habe tatsächlich nur einen Teil mal richtig intensiv gespielt. Was heißt intensiv? Ich habe den dritten Teil sehr gern gespielt. Mhm. Als Gran Turismo 3 rauskam damals für die PlayStation 2, das war so ein richtiger, das war halt wirklich das grafisch imposanteste Rennspiel, was es seinerzeit gab. Mhm. Ja, und seitdem gab es auch nie wieder so einen krassen Sprung, finde ich. Ja, dann gab es Gran Turismo 4, klar, das sah auch cool aus. Gran Turismo 5 kam viel zu spät, da hatte Forza schon längst das eingeholt. Ja, und der sechste ist ja noch, da ist es noch blöder, weil da hast du inzwischen schon Next-Gen-Konsolen, wo es auch schon besser auf aussieht. Ne? Also, wenn Gran Turismo nicht die technische Speerspitze ist, dann interessiert es mich auch herzlich wenig. Weil ich finde, rein spielerisch, ich finde zwar, die Autos haben sich immer gut gefahren bei Gran Turismo, aber schon allein dadurch, dass du kein Schadensmodell hast, hat sich das immer komisch angefühlt, weil du die Rennen im Prinzip nicht allein durch den Skill gewinnen konntest, sondern weil du einfach die anderen Autos dazu missbraucht hast, dich an denen so vorbeizumogeln, weil es scheißegal war, ob du an die streifst oder nicht. Du hast die dann immer schön an die Bande so gedrängt und hast dich so an denen vorbeigemogelt. Und das kann es halt echt nicht mehr sein. Das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Und dann mit dem Argument zu kommen, dann haben wir nicht alle 100.000 Millionen Autohersteller mit an Bord, weil die das nicht möchten. Da muss ich einfach sagen,
ey, dann streich doch von mir aus 100 Modelle und dafür habt ihr ein Schadenssystem. Das wäre mir lieber, wie wenn ich mit meinem Echtauto, das, wovon ich schon weiß, im echten Leben ist es scheiße, ich muss es nicht im Rennen fahren. Da hätte ich dann lieber den Kompromiss, ja. Ich meine, Gran Turismo, wie gesagt, der dritte Teil, ich fand vom Fahrgefühl, fand ich das echt super. Das hat sich wirklich wie ein Simulator angefühlt damals. Aber ey, ich habe auch nicht mehr gemacht wie ein bisschen Arcade-Rennen, ein bisschen Karriere, weil es einfach so unfassbar groß und viel ist. Und wenn du wirklich vorhast, alles zu machen, und ich bin halt leider ein Komplettist, ja, wenn ich was machen will, dann möchte ich alles machen. Und bei so einem Rennspiel in dem Kaliber ist es eigentlich unmöglich, weil alle Fahrschulen, also ich hatte schon an den Fahrschulen hat's angefangen, da überall die beste Bewertung zu holen, ist echt nur mit wochenlang auswendig lernen und immer wieder gleich ablaufenden Rennen und Fahrmanövern zu machen. Ja, also das kriegst du anders nicht hin. Und es hatte für mich keinen Spaß mehr gemacht, sondern irgendwann hatte das so die Kurve in Richtung Arbeit genommen und dann hat es mich auch verloren gehabt. Naja, und das ist jetzt der sechste, enttäuscht, wie gesagt. Ich hoffe ja, dass sie jetzt so ein bisschen daraus lernen und jetzt bei Gran Turismo 7, was ja trotzdem bestimmt kommen wird, nochmal richtig auf die Kacke hauen. Und da muss halt echt was passieren. Die können jetzt nicht nochmal so ein Hochglanzding machen, wo kein Auto kaputt geht, mit immer noch den gleichen, ja, Gameplay-Sachen, dass du halt die KI ausnutzen kannst, weil es eben kein Schadensmodell gibt, wird nicht funktionieren. Tja. Es funktioniert nicht, hat sich auch Blair Westlake gedacht. Wer ist das? Das ist ein ziemlich großes Tier bei Microsoft gewesen. Und zwar war der für diesen ganzen Xbox-Multimedia-Kram zuständig. Mhm. War, ich glaube, Vice-Corporate-President bla. Corporate Vice-President of Media and Entertainment, um es genau zu sagen. Er sagt wörtlich, Zitat, es ist mir klar geworden, dass sich das Unternehmen in eine Richtung entwickelt, die weder zu meiner Expertise noch zu meinen Fähigkeiten passt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, verlässt er jetzt das Unternehmen, weil sich die neue Xbox zu sehr in Richtung Multimedia entwickelt und nicht in Richtung Spiele und findet das irgendwie nicht so geil oder... Was meint ihr? Ja, also ich glaube, der ist einfach. Ja, das ist eine gute Frage. wahrscheinlich war er einfach unzufrieden mit dem, ja, wie du sagtest, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wahrscheinlich hat er das Gefühl, jetzt wird halt sein Fachwissen nicht mehr so benötigt, dass das Ganze sich jetzt so entwickelt hat, dass seine Fähigkeiten an der Stelle nicht mehr passen. Der war, soweit ich das jetzt hier gerade sehe, verantwortlich dafür, Kontakte zur Filmindustrie und ähnliche zu knüpfen, damit diese Filme, TV-Serien und Musik auf die Xbox kommen. So. Mhm. Ich denke mal, eins der größten Probleme sind die ganzen Services, die einfach die Xbox One anbietet, sowas wie Hulu und so weiter, auch wenn das jetzt hauptsächlich Amerika ist. Aber diese ganzen Services, die jetzt immer dazu kamen, Hulu, Spotify, Maxdome und was auch immer, die nehmen ihm ja sozusagen den Job, weil die sind ja extern. Das ist ja nicht Microsoft selbst. Hm. Und vielleicht ist es einfach nur, dass er jetzt selber nicht mehr gebraucht wird, weil Microsoft immer mehr dem Ganzen den Rücken kehrt. Klar, die haben noch ihren eigenen Medienshop da, ich vergesse immer den Namen, aber den gibt es noch. So, aber ich denke mal, diese anderen, die werden ja immer größer. Ich meine, ich habe jetzt letztens eine Werbung gesehen im japanischen Fernsehen für Hulu. Die machen da ganz groß Werbung für. Ich meine, wir in Deutschland haben es jetzt noch nicht. Aber in anderen Teilen der Welt ist das ja essentiell mehr oder weniger schon. Die Leute gucken ja fast nur noch Serien über sowas, weil die da ja auch relativ sofort sind. Also keine Ahnung, die werden ausgestrahlt im Free TV und einen Tag später sind die schon hier bei Hulu On Demand. Okay. Ja. Wie macht ihr das dann eigentlich bei Serien? Seid ihr dann auch so drauf, dass ihr die sofort streamt, sobald sowas verfügbar ist? Oder wartet ihr dann doch lieber, bis die Staffel rum ist? Nee, sofort.
Echt? Wenn dann sofort da dran kommt, doch. Ich hasse das, dass einfach mittlerweile durch das Internet wirst du ja auch sofort gespoilert. Ja, wenn du es nicht guckst, stimmt. Dann weißt du ja trotzdem, oh, was ja. passiert. Da hat mir Caroline erst vorgeheult, wurde in Breaking Bad gespoilert. Oh, das und ist ganz das war nicht mal auf einer Seite, wo es um Breaking Bad ging. Es hat ja. einfach irgendein Hanswurst in die Comments geschrieben, das bei einem völlig anderen Thema. Das ist ja nicht nur das. Ich habe mich letztens selber dabei erwischt, wie ich hätte theoretisch jemanden ziemlich krass spoilern können. Heute, glaube ich, war das sogar. Heute, ja. Und zwar saß ich heute Morgen mit einem Kommiliton in der U-Bahn und wir haben uns über One Piece unterhalten. Und zwar, was aktuell passiert und so ein paar krasse Plot-Twists. Wir haben darüber laut in der Bahn gesprochen. Wäre jetzt ein anderer One Piece-Fan da, hätten wir den immens gespoilert. Okay. Es ist einfach nur, weil wir jetzt schon in der Serie, weil wir die japanischen Folgen gucken oder noch weiter sind als alle anderen. Ja, und klar. Einfach nur, weil wir uns darüber unterhalten können und das jemand hören könnte der gespoilert werden. Also das ist wirklich so, wie Dana sagt, es ist einfach dadurch, dass heutzutage alles sofort verfügbar ist, wollen die Leute darüber reden. Klar, gerade bei Anime ist es besonders gefährlich, weil da dauert es immer ziemlich lang, bis in Deutschland überhaupt ein Vertrieb gefunden ist. Ja. Ich meine, nimm Attack on Titan, ja? Ja. Bis das überhaupt in Deutschland in voller Verfügbarkeit, keine Ahnung, auf DVD oder sowas, alle Folgen da sind, ey, ich bin mir sicher, das dauert noch 1 bis 2 Jahre. Ja, es muss ja erstmal lizenziert werden überhaupt. Ja, unser Eins hat schon seit einem halben Jahr oder 3 Monaten schon längst alle Folgen geguckt, ja, und hat sich schon über ausgetauscht, wie krass das Ende ist und wie es wohl weitergeht und keine Ahnung, ob es weitergeht, ich werde jetzt nichts verraten, aber oh, ja. ja, es ist halt da gerade echt heißes Feuer. Ja. Ja, und tja, also ich muss aber sagen, ich bin dann eher der Typ, ich warte, bis die Staffel rum ist und dann gucke ich die komplette Staffel. Also ich warte nicht, bis die Serie komplett rum ist und gucke dann die ganze Serie, weil das ist mir dann too much. Aber wenn ich eine Serie mag, dann warte ich immer, bis die aktuelle Staffel durchgelaufen ist, weil ich keine Lust habe, eine Woche zu warten, bis die nächste Folge ist. Weil es gibt so Serien wie Game of Thrones, wo ich sehr leicht vergesse, wer da jetzt nochmal wer ist und mit welcher Beziehung der nochmal zu wem stand. Und wenn ich dann, also es fällt mir so schon schwer, ja, wenn ich da ein Jahr Pause habe zwischen den Staffeln, aber wenn ich dann noch zwischen den Folgen eine Woche Leerlauf habe, dann, ich glaube, dann wäre ich hoffnungslos verloren in, so einem, in so einer Serie. Ja. Ja, nee, ich find's halt immer ganz nett, wenn man es halt direkt sieht und vor allem halt, du wirst ja auch in diesen paar Monaten quasi, in der das Ganze läuft, wirst du ja schon gespoilert. Wenn dann irgendwie ankommt und sagt, hast du diese Folge mit der Hochzeit gesehen? Ich bin so, was? Ja, ich muss zugeben, ey, bei Game of Thrones, da musste ich auch, ich meine, klar, wir haben dann die Serie geguckt, aber auch erst nachdem wir wussten, was in der 9. Folge krasses passieren soll, wir wussten nicht, was da passiert, aber wir haben dann angefangen, alle Folgen zu gucken, obwohl die 10. noch nicht raus waren. Ja, einfach nur, weil wir schon geahnt hatten, okay, ey, bevor uns jetzt irgendein Hans jetzt sagt, was da passiert, gucken wir es jetzt schnell. Ja, dann haben wir wirklich an einem Tag jetzt, bam, die ersten 9 Folgen geschaut und dann halt die letzte halt nochmal quasi gestreamt, dann halt mit dem Rest der Welt geschaut. Ne? Aber ja, klar, also es gibt schon Ausnahmen, ja, wenn es so eine richtig große Serie ist, wo jeder drüber spricht, jetzt Breaking Bad oder Walking Dead oder was, ja, wo wirklich die meisten, sage ich mal, schon verfolgen. Wenn es eine kleinere Serie ist, dann ist es jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo gespoilert wird, glaube ich, nicht so groß. Ich gucke einfach zu viele von den großen Serien, deswegen, es reicht schon, dass meine Arbeitskollegin dann irgendwie im Büro sitzt und sagt, oh, fandest du das auch so aufregend, was da passiert ist? Und wenn ich die Folge weiter noch nicht gesehen habe, dann passiert es halt einfach leicht, dass sie dann irgendwie so einen Witz macht oder so und sagt, ach, und dann läuft die da rein und sagt das und das und ich bin so, was? Und sie so, ach, du hast die Folge ja noch gar nicht gesehen. Ja. Eine Sache, wo ich auch immer gespoilert werde, wenn ich sie nicht live gucken würde, Oscarverleihung. Ja. Oh ja. Ich bin tatsächlich so einer, ich setze mich lieber nachts hin, ich habe mir auch dieses Jahr wieder freigenommen, die Tage drauf, weil ich hatte es einmal durchgezogen, am nächsten Tag arbeiten gegangen, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Aber nee, weil da regt es mich mehr auf, wenn ich dann im Radio morgens beim Duschen dann höre, wer alles gewonnen hat. Und ich denke mir, ihr Penner, ich wollte es mir komplett als Aufzeichnung angucken. Ja. Ja, und weißt du, und irgendein Typ hat natürlich ein Büros Radio laufen und ich höre dann, ja, bester Film ist das und ja, hier, bester Auftritt. Ja, super, danke, jetzt kann ich mir 4 Stunden auch schenken. ja, ich finde, das macht echt Spaß. Ist aber auch diese...
ist es bei mir immer das Problem, dass ich manchmal so ein bisschen versucht bin, so langweilige Kategorien einfach zu überspringen. Oh, bester ausländischer Film, ja, keine Ahnung. Echt? Ja, nee, das guck mir alles an. Bester ausländischer Film finde ich öde. Nee, also da gerade bei den ausländischen Filmen sind oft sehr interessante Sachen da. Ja. Ich erinnere nur an Secret in Your Eyes, dieser argentinische, der war richtig gut. Super Film. Man kann dann gut sagen, also im Prinzip, dass das Verlassen von Blair Westlake natürlich dann ein herber Schlag für das Unternehmen war, aber die sich jetzt sicherlich Nachfolger suchen werden. Aber wir können ja natürlich gleich bei dem Thema bleiben, wo du warst. Richtig, du hast meine Intention durchschaut. Ja klar, genau das war der Plan. Willst du über Oscars reden? Ja. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Die Nominees. Ja, die Nominees sind draußen, Leute. Wir gehen es mal kurz durch. Bester Film, American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Philomena, 12 Years a Slave und The Wolf of Wall Street. Ja, es sind alles ziemlich gute Titel, würde ich sagen, ne? Also, ja, von den meisten hat man auch schon dieses Jahr durchaus mal was gehört. Also The Wolf of Wall Street muss ich jetzt die Tage noch sehen, unbedingt. Ja, wobei der interessiert mich ja so gar nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock, mir irgendwelche Börsenschmierlappen anzugucken. Ja, aber der soll halt ziemlich, ziemlich gut sein. Ja, mal wir sehen. Ich habe Bock auf Gravity. Ja, von dem habe ich schon so viel Gutes gehört. Auf American Hustle habe ich Bock. Ist Gravity nicht schon abgelaufen? Also der lief schon abgelaufen. Ja, klar, der lief schon. Achso, ja, okay. Das Problem ist immer, bei den Oscars... Gravity hat keine Handlung. Ey, nichts erzählen, ich muss es mir jetzt noch anschauen. Da sind wir wieder bei Spoiler. American Hustle. Du darfst den Trailer nicht gucken. Der Trailer spoilert nämlich den kompletten Film. Naja, ich gucke mir generell keine Trailer an, weil ich das weiß, dass Trailer neuerdings alles spoilern und alle guten Szenen verwecken. Ich erinnere nur an Paranormal Activity, wo das ganze Finale gespoilert wird. Das ist völlig lächerlich. Witz, das ist super lame. Ja, aber so die Top-Nominierungen gehen wirklich, also 10 Nominierungen haben American Hustle und Gravity, dann 9 Nominierungen 12 Years a Slave und dann, ja, kommt es aus dem Mittelfeld. Ja, dann sind halt so Sachen wie Captain Phillips und so weiter drin. Ne? Ich bin gespannt. Also von Gravity habe ich schon wirklich sehr, sehr viel Gutes gehört. Den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich habe echt so wenig, wie es nur geht, davon geguckt. Und wie gesagt, ich schaue mir auch keine Trailer an. Was mich wundert, dass Rush nicht drin ist. Dass der generell nirgends nominiert wurde. Weil von dem habe ich auch einiges Vielversprechendes gehört. Also ich finde Rush gar nicht so überraschend, dass er dieses Jahr nicht drin ist, weil halt einfach viel, viel starke Konkurrenz da ist. Das stimmt. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass Leonardo DiCaprio schon wieder keinen Oscar gewinnen wird, weil die Chancen für Matthew McConaughey sind einfach viel größer. Das ist traurig. Ja. Ich er hat's verdient. Ich weiß nicht, wie ihr das letztes Jahr empfunden habt, weil letztes Jahr ist bei mir eine komplette, das ist komplett in Grau und Nebel gehüllt, weil Oscar 2013 habe ich mir tatsächlich das erste Mal seit, glaube ich, 10 Jahren nicht angeguckt. Mhm. Auch mitunter, weil fast alle Filme, die nominiert waren, noch im Kino liefen und ich keinen Plan hatte, was davon jetzt geil ist und nicht. Mhm. Also teilweise war es halt wirklich so, die liefen noch nicht mal in Deutschland schon im Kino. Ja, waren noch in Amerika, liefen dort. Deswegen habe ich die von 2013 komplett ausgelassen und ich habe auch die meisten Filme, die da abgeräumt haben, noch nicht gesehen. Life of Pi habe ich jetzt gesehen. Den habe ich jetzt mittlerweile nachgeholt, aber so Lincoln und was war noch, Argo, die habe ich alle noch nicht gesehen. Und dieses Jahr hoffe ich, dass ich ein bisschen früher in den Genuss komme. Man muss ja immer gucken, ne? Ich bin nicht so der Kinogänger. Ich muss dann immer schauen, ob die Filme schon auf Blu-ray, DVD erhältlich sind und hangel mich dann so durch. Ich wohne quasi im Kino und ich mache es halt jedes Jahr, dass ich vor den Oscars halt versucht, die ganzen großen Nominees mit einem Freund zusammen abzudecken. Ja. Aber ich fand, letztes Jahr waren halt auch viele schwächere Sachen dabei. Oder es war halt auch immer relativ klar, wer jetzt in einer Kategorie irgendwie heraussticht. Dieses Jahr finde ich bei bester Film, also von dem, was ich bisher mitbekommen habe, American Hustle oder Dallas Buyers Club ist halt einfach, sind halt sehr stark. 12 Years a Slave ist halt auch große Konkurrenz. Das ist finde ich dieses Jahr irgendwie sehr viel unklarer, wer es da werden könnte. Da guckt man nicht unbedingt auf die Liste und sagt, ach ja, hier mit der und der. Ich bin ja wirklich Hardcore-Film-Nerd und druck mir dann immer die Liste aus, wer ist nominiert, und gehe dann wirklich gezielt
Kategorie für Kategorie durch und gucke mir wirklich alles an, was ich kriegen kann. Also auch wirklich in den kleinen Kategorien, ja. Ich gucke mir dann auch wirklich, wie halt gesagt, ne, die besten fremdsprachigen Filme, ich gucke auch immer, dass ich die irgendwie abhole irgendwo. Weil ich finde es total scheiße, wenn dann was nominiert ist und du hast keine Ahnung, was es ist und du weißt nicht, ob du dafür routen sollst oder nicht, ja. Und ich bin dieses Jahr extrem begeistert, dass es endlich mal wieder einen Ghibli-Film geschafft hat. Oh ja, Kaze Tachino. Bin ich sehr, sehr glücklich drum, weil ich finde, Ghibli wird viel zu selten nominiert. Also es ist bisher echt das zweite Mal erst, ja, was wirklich ein Jammer ist, ja, dass so Sachen wie Mononoke, Hime oder ja auch später das Wandelnde Schloss hätten auch locker nominieren können. Er war nominiert, wenn du draufklickst, siehst du es. Ja, wirklich? Ja, 2005 war er nominiert, das Wandelnde Schloss für den Film, besten Animationsfilm. Ach, guck. Und 2002, wie wir alle wissen, hat natürlich Chihiros Reise ins Zauberland gewonnen. Mhm. Aber ja, ganz ehrlich, ich befürchte, dass Frozen gewinnen wird. Der wird zu sehr gehypt. Frozen, okay. Frozen soll ja sehr, 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 sehr gut sein. Ich war nicht drin. Ich habe es aber auch von mehreren Leuten gehört, die drin waren und meinten, der soll wohl eine sehr schöne Geschichte sein. Der wird wohl jetzt auch, wie mein Kommilitone, der auch ein Filmnerd ist, hat gesagt, an dieser Stelle, hallo Yannick, dass der Film wohl jetzt sogar im Broadway als Musical verfilmt umgesetzt wird. Ja. Und deswegen kann natürlich sein, dass Frozen eher gewinnt als Kaze Tachino, wobei es ist natürlich schwierig, ob das ist natürlich auch sehr Propaganda, also jetzt hier The Wind Rises, Kaze Tachino. Es ist die Japaner haben gesagt, es ist ziemlich propagandamäßig. Ja, gut, muss man sehen, ne? Ich meine teilweise Spirited Away war auch, oder ja, Chihiro no Dingsbums, der war ja auch sehr japanophil, sag ich mal. Ja, das stimmt. Und musste sich auch gegen ziemlich harte Konkurrenz durchsetzen. Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr noch war. Ich glaube, Toy Story 2 war da vielleicht noch. Warte, ich guck mal, ob man das irgendwie vielleicht sehen kann. Das kann man vielleicht sehen, ne? Ich guck mal. Ja, aber während du suchst, kann ich ja noch kurz, also ich guck halt wirklich. Ich versuche sogar die Dokumentarkurzfilme abzuholen irgendwo. Ich finde das immer sehr spannend, weil normalerweise guckst du sowas halt nicht, ja. Aber die Oscars sind dann für mich immer so ein Weckruf, ja, was letztes Jahr war. Und wenn da was nominiert wird, dann denke ich mir immer, okay, ey, vielleicht sollte ich mir das mal angucken. Und es gab durchaus ein paar Dokumentarfilme, also, ja. Achso, Entschuldigung, dass ich überbrechen möchte. Vielleicht ja, kein Thema. Okay, wir hatten halt Chihiros Reise, Ice Age, ja. Lilo und Stitch, Der Schatzplanet. Und Spirit, dieses Pferd. Okay, das ist unglaublich starke Konkurrenz, das stimmt. Boah, Lilo und Stitch war so gut, Der Schatzplanet auch. Ja, also nein, Ice Age war damals sehr, sehr gut. Der erste Ice Age war sehr gut. Echt? Findet ihr jetzt ernsthaft? Spirit war scheiße, den habe ich auch nicht gesehen, aber also das ist auf jeden Fall ziemlich starke Konkurrenz gewesen. Gab es da keinen Pixar-Film in dem Jahr? Das wundert mich ja jetzt. Ich glaube, ein Jahr später kam Nemo, oder? Kann es sein? Ein Jahr später hatte ich auch gerade. Sekunde. Warte. Ich meine nämlich, dass das irgendwie parallel lief. Irgendwie sowas. Sekunde. Ach ja, genau. Ein Jahr später hatten wir. Findet Nemo, der gewonnen hat. Ich finde auch, das ist so mein persönlicher Lieblings-Pixar. Bin ich, glaube ich, relativ allein mit der Meinung. Aber ich fand den von vorn bis hinten rund. Ich fand den super. Und bis heute, ey, die Möwen, meins. Also es ist grandios. Ey, es ist absolut genial. Ja, ich finde den nach wie vor schön. Was soll ich sagen? Wie gesagt, ich gucke mir sogar die Schnarchkategorien an. Wirklich Dokumentarfilm. Ich versuche die alle abzuholen. Und teilweise, ohne Scheiß, es lohnt sich da auch zu graben, ey. Auch die Kurzfilme. Ich gucke mir sehr gerne auch die animierten Kurzfilme an. Mhm. Da sind teilweise so gute Sachen dabei. Und das ist echt. Und dann denkst du dir echt so im Nachhinein so, ey, es ist eigentlich eine Schande, dass du dir sowas nur anguckst, wenn Oscars sind. Da verpasst du bestimmt eine Menge. Ich bin Filmwissenschaftlerin. Also. Ja, du musst die angucken, das ist schon Pflicht. Also es ist einfach Pflicht quasi, so. Ja, guckst du dann auch wirklich so die ganzen, ja. Underdog-Geschichten an? Ich gucke aber irgendwie sehr viel Underdog und Krempel, weil. Weil gerade. Ich finde es immer interessant, halt so ein bisschen über diesen Hollywood-Tellerrand rauszugucken, weil. Im Endeffekt, wenn irgendein anderer Film quasi aus einem anderen Land gut ist, dann wird er ohnehin in 3 Jahren oder so von Hollywood kaputt gemacht. Ja, das stimmt.
Ich finde es auch ziemlich schade, dass durch diese Kategorie bester fremdsprachiger Film irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass durch diese Kategorie dem Film so ein bisschen die Chance verwehrt wird, auch als bester Film nominiert zu werden. Ja, ja. Ja, weil denkst du dir so, oh, okay, für die Anderssprachigen haben wir die Kategorie, aber hier für den American Style Hotdog machen wir hier die Kategorie bester Film. Ja, also finde ich irgendwie ein bisschen arg dekadent. Ja, naja. Ja, Oscars 2014, krass. Wie ist es denn bei euch? Guckt ihr die dieses Jahr? Seid ihr dabei? Ich glaube, Dana, du bestimmt ja. Mal schauen, André? Vielleicht. Also, immer. Wenn ich ein paar Leute finde. Na gut, okay. Also wie gesagt, letztes Jahr hat es das erste Mal ausgesetzt bei mir, aber dieses Jahr, ich habe auch wieder Bock drauf. Ich habe mich richtig geärgert im Nachhinein, dass ich die Oscar 2013 nicht geguckt habe, weil diese eine Musical-Einlage zu Les Miserables war so geil. Die hätte ich sau gerne gesehen live. Fand ich echt schade. Les Miserables war auch echt ein guter Film. Super geiler Film, ich weiß nicht, was alle haben. Ich finde den grandios. Super, super tolles Ding. Ich finde nur, was halt echt immer ein bisschen schade ist, ist, dass man sich die Liste der weiblichen Nominees angucken kann und sagen kann, diese Person wird dieses Jahr gewinnen. Die ist alt genug, die hat noch keinen Oscar, prima, hier, bitteschön. Kate Blanchett, du bist dieses Jahr dran. Das finde ich ist irgendwie, keine Ahnung, das System ist irgendwie da ein bisschen komisch. Ja, man wird nicht so oft überrascht, ne, was das angeht. Nee, so nie. Also beim besten Film vielleicht noch, aber gerade irgendwie was beste Hauptdarsteller und Nebendarsteller angeht, irgendwie sehr, sehr selten. Es ist immer schon irgendwie vorher sehr klar. Ja, das stimmt. Naja. Kommen wir mal von der vom Filmthema. Also falls ihr jetzt sagt hier, ey, I Know Your Game, ihr könnt auch mal ein bisschen auf I Know Your Movie machen. Macht doch mal einen Special-Podcast zu Oscar oder sowas. Schreibt's doch mal in die Comments, würde uns interessieren. Also, wenn wir da mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollen. Und ich meine, das Medium Film ist ja jetzt nicht allzu fern vom Medium Games. Ich meine, im Prinzip gibt sich das beides mittlerweile schon so die Hand. Befruchten sich gegenseitig sozusagen, die Mädchen. Und ich finde, wer Games mag, mag auch Filme. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die total gern zocken, aber Film gucken total scheiße finden. Richtig. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Daher unterstelle ich mal den meisten, dass sie das Thema durchaus interessiert. Da könnten wir theoretisch irgendwann nach den Oscars einen Filmpodcast machen. Das könnten wir durchaus mal machen. Wir haben ja mal Peter Jackson gemacht an dieser Stelle. Der Verweis, Special Podcast Peter Jackson. Damals, als der erste Hobbit rauskam, haben wir, ich glaube, zwei Teile. Nee, Quatsch, das war ja ein Mammut-Podcast, der über 3 Stunden ging. Boah. Das war echt krass mit Bastian und der Caro, wenn ich mich ganz täusche. Ein Podcast, sie zu knechten. Genau. So sieht's aus. Gut, gut. Ach ja. Ich hätte auch Bock auf einen Tim Burton, Steven Spielberg, George Lucas Podcast. So. An dieser Stelle machen wir eine. Will keiner machen. ja, worauf ich auch Bock hätte, wäre ein Final Fantasy Podcast, um charmant überzuleiten. Final Fantasy VI ist mein persönliches Lieblingsspiel aller Zeiten. Yep. Davon gibt es jetzt nach 20 Jahren seit dem Release des Urspiels eine geupdatete Version für Android und iOS. Normalerweise würde ich jetzt in Jubel und Glückseligkeit untergehen, aber tatsächlich sieht es unfassbar unsympathisch und lieblos aus, was da auf den mobilen Telefonen derzeit unterwegs ist in Sachen Final Fantasy VI. Also die Grafiken wurden alle so, es erinnert mich so ein bisschen an die iOS- und Android-Version von Phoenix Wright. Der Charme geht verloren. Oh. Du hast nicht mehr diesen 16-Bit-Pixel-Look, sondern dieses hochgejauchzte, ja, Flash-Game-artige, gerundete, was so ziemlich below wirkt. Mhm. Es wirkt wie so ein JRPG schnell zusammengebasteltes Teil und gibt beim besten Willen nicht die Geilheit dieses unfassbar fantastischen Spiels wieder. Ich bin sehr, sehr erschüttert, dass mein Lieblingsspiel so eine schreckliche Frischzellenkur erfahren hat. Johannes, du musst stark bleiben. Ja.
Wie steht ihr eigentlich hier Final Fantasy VI? Würdet ihr das jetzt eigentlich nochmal, also jetzt mal unabhängig, ob es jetzt hübsch oder nicht ist, würdet ihr das nochmal anfassen wollen oder eher nicht? Da muss man ja eigentlich noch eine andere Diskussion mit reinbringen an der Stelle, und zwar die Diskussion, ob man so ein Spiel überhaupt auf dem Handy spielen will oder auf dem Tablet oder sonst wo. Boah, so ein Rollenspiel kann man super spielen. Ja, klar kann man ein Rollenspiel super spielen in der Bahn und da so. Aber es ist natürlich so ein bisschen was anderes, wenn man so ein Rollenspiel, was eigentlich ja mehr Zeit in Anspruch nimmt, spielt, als zum Beispiel ein extra dafür ausgelegtes Smartphone-Spiel wie so ein Quizduell, ne, Dana? Ja. Weil solche Spiele sind ja eigentlich drauf angelegt, dass du da wirklich einmal, oh, ich habe eine 5-Minuten-Bahnfahrt, zack, App aus, zack, 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 App zu, ja. Fertig, ich bin da. Und wenn ich ja, wobei es gibt ja auch Leute, die einfach sehr viel Zeit im Zug zum Beispiel verbringen, und da klar, ist es natürlich richtig. Dann schon sinnvoll, wenn du sagst, ich möchte mir aber jetzt nicht extra ein Handheld kaufen, die will aber zwischendurch zocken. Klar. Richtig. Es ist halt die Frage, ob man da wirklich... ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich von Person zu Person. Also ich hatte mal auf meinem iPod damals die ersten 2 Final Fantasy Spiele. Die habe ich mir mal irgendwann geholt, als es im Angebot war. Und ich habe den ersten angefangen zu spielen und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 1-2 Stunden reingespielt. Und dann ist mir die Lust vergangen, einfach weil der Bildschirm war klein und es dauerte mir so alles zu lang. Ich hatte keinen Controller in der Hand. Irgendwie war der Charme weg. Okay. Ja, es ist, wie du halt sagst, es kommt so ein bisschen erstmal auf die Fahrgewohnheit an, ob ich jetzt 1 Stunde unterwegs bin oder 5 Minuten. Weil bei mir ist es halt so, ich fahre immer 1 Stunde ungefähr und da bin ich jedes Rollenspiel dankbar, mit dem ich meine Zeit vertrödeln kann. Ja, klar, das verstehe ich. Und bei 5 Minuten, ja, ey, wenn ich weiß, ich habe nur noch eine Haltestelle, dann mache ich auch das Rollenspiel aus und gucke mir noch die restlichen paar Minuten Video an. Das geht für mich schneller aus. Ja. Ich bin allerdings, ich würde jetzt nicht sagen, dass Rollenspiele nur für Langfahrer interessant sind, weil du bei den meisten bei den modernen kannst du eigentlich relativ bequem ein- und aussteigen und Quicksave machen und speichern. Also jetzt zum Beispiel bei Bravely Default, da geht das super easy. Okay. Ja, da kannst du mal eben speichern, ausmachen, wieder an, bist sofort wieder dort, wo du aufgehört hast. Da ist es halt echt super. Oder bei Persona. Ja, oder beziehungsweise jetzt speziell bei Handhelds. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt sprichst du ja wieder von Handhelds. Jetzt sind wir ja wieder bei einem anderen Thema im Prinzip. Weil Handhelds, das sehe ich auch, da bin ich auch wieder anderer Meinung. Ich meine, die letzten 3DS-Spiele, zu denen ich Testberichte geschrieben habe, die bei uns auf der Seite sind, die habe ich eigentlich in 90% der Fällen im Zug gespielt. Weil das bietet sich halt echt an, wie du sagst. Aber es ist halt einfach so, ich habe jetzt mittlerweile ein Tablet, aber ich möchte trotzdem ungern damals noch auf meinem Handy die Rollenspiele auf dem kleinen Bildschirm haben, zumal auch mein Handy-Akku dann unglaublich schnell leer ist. Bei meinem Tablet ist das jetzt so, der hält länger, da spiele ich auch Spiele drauf, aber bei meinem Handy-Akku, wenn ich dann jetzt noch unglaubliche Grafiken wiedergeben muss, und dann noch den ganzen Internetverbrauch, dann am besten noch Musik, zack, 20 Minuten und der halbe Akku ist leer, so in etwa. Und es bringt einfach nichts. Es macht Spaß, klar, aber es bringt im Prinzip mehr Nachteile, als das Vorteile bringt. Ja. Okay. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob man Final Fantasy wirklich nochmal spielen möchte. Das ist natürlich auch noch eine sehr wichtige Frage. Tja. Ja. Wie dem auch sei, Final Fantasy VI ist ein saugeiles Spiel, aber ob diese Portierung dem Ganzen gerecht wird, ich weiß nicht. Also rein optisch würde ich sagen, nein. Mhm. Es sollen auch unnötig viele Tippfehler drin sein bei den Texten, was mich auch wundert, weil ich meine, die Übersetzung, die es schon gab, die war eigentlich wunderbar, die englische. Es gab sogar mal eine deutsche Übersetzung für die Game Boy Advance Version, die hätten wir auch nehmen können. Tja, wird alles versäumt. Jetzt haben wir den Salat, aber gut. Blöde Überleitung, Moment. Wie komme ich denn jetzt von der Nummer jetzt in das nächste Thema? Voll. Wisst ihr was? Ich scheiß auf Überleitungen. Der Spiegel hat eine Titelstory zu Videospielen. Ja, krass, oder? Ja, unfassbar. Wow. Ja, keine Überleitung ist auch eine Überleitung. Was soll's? Ja, wie steht ihr dazu? Der Spiegel. Krasse Sache. Man sollte vielleicht sagen, was die Titelstory ist.
Ja, der so, Titel. So ein bisschen mit zur Überleitung. Der Spiegel hat diese Woche getitelt: Spielen macht klug, warum Computerspiele besser sind als ihr Ruf. Und versucht ein bisschen darüber zu diskutieren, dass Videospiele vielleicht nicht einfach nur dafür sorgen, dass alle Kinder in Zukunft Amokläufer werden und die Menschheit ausrotten, sondern tatsächlich Kinder auch durch Videospiele etwas lernen und klüger werden können. Ja. Ich habe den Spiegel tatsächlich zu Hause rumliegen auf dem Tisch, aber ich habe noch nicht gelesen, den Artikel, zu meiner Schande. Sollte man ja denken, ne, dass jeder Gamer sich sofort jetzt einen Spiegel kauft, das erste Mal in ihrem Leben, und sich das jetzt durchblättert. Wobei es, jetzt ist es nur meine Meinung, aber es gibt deutlich schlechtere Fachzeitschriften, was das angeht, die sich politisch und gesellschaftlich mit uns befassen. Aber das nur am Rande. Aber von dem, was ich so kurz überflogen habe und gelesen habe, muss ich sagen, finde ich den Artikel doch mal einen angenehmen, ja, einen anderen journalistischen Blick auf die ganze Sache. Ja, es wird auch nicht verleugnet, dass es Ballerspiele gibt. Also du siehst gleich am Anfang, ich glaube auf der ersten Seite gleich, siehst du einen großen fetten Screen von Battlefield 4. Aber es wird da auch gesagt, dass Spiele eben nicht nur das sind, ja, dass es halt eine Spielevielfalt gibt, ja. Das ist jetzt etwas, das ist für uns Gamer ein alter Hut, das wissen wir. Aber ich denke mal so, für alle Leute, die sich nicht so damit auskennen, ist es mal ein, denke ich mal, lesenswerter Artikel, die halt ansonsten immer von Frontal 21 und was weiß ich nicht für Medienquellen berieseln lassen mit einer relativ einseitigen Berichterstattung, ja, und ich finde es jetzt auch nicht insofern einseitig, dass sie halt sagen, Spiele sind super toll, weil sie sagen ja auch, ne, es gibt eben auch die und die Form von Spielen, ne? Mhm. Und es beleuchten da schon alle Facetten, ja, und das finde ich dann insofern dann schon ganz legitim und okay. Ja, wobei ich finde, der Spiegel macht das halt wieder wie häufig bei so Sachen, dass der zum einen halt immer irgendwie versucht mit einzuwerfen, ja, aber denk dran, eigentlich, also auch wenn Videospiele klug machen können, eventuell, in wenigen Fällen, muss man ja bedenken, es gibt auch einfach viele Ballerspiele und vor allem machen sie es jetzt auch einfach zu so einem Zeitpunkt, wo einfach komplett alle Konkurrenzprodukte bereits über Forschungsergebnisse seit Jahren schreiben. Ja, weil das stimmt. Die Süddeutsche und die Zeit haben in den letzten beiden Jahren ständig Artikel darüber gebracht, dass Forscher zu diesen ganzen Forschungsstudien, wo es darum ging, dass Kinder durch Videospiele logisch denken lernen, räumliches Denken erweitern, ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen, soziale Probleme überwinden können, irgendwie solche ganzen Sachen. Und ja, dass der klar. Spiegel jetzt quasi sagt, okay, alle anderen berichten schon seit Jahren und vielleicht können wir mal nicht mal wieder darüber schreiben, dass Amokläufer alle Videospiele spielen. Ja, klar, aber du darfst halt nicht vergessen, das sind halt alles Sachen, wie ich schon sagte, das sind Sachen, die hatten wir schon längst auf dem Schirm, ja, auch dass es diese Studien gibt und alles seit Monaten, ja. Aber die Frage ist, ob der Durchschnittsspiegelleser diese Studien auch aus anderen Quellen schon gesagt bekommen hat. Und man muss ja auch sagen, der Spiegel macht da halt eben nicht nur so einen kleinen Rabatz drum, mhm. so ein, keine Ahnung, halbe Seitartikel, sondern die machen halt eine Titelstory draus. Und das finde ich schon, ich finde das schon eine große Nummer. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der Spiegel ist für mich jetzt nicht unbedingt die Zeitschrift, die sich jetzt auf die Brust schreit, wir müssen über Games eine Titelstory schreiben, das habe ich so noch nicht erlebt bei diesem Blatt. Oder hätte ich jetzt nicht erwartet. Trotzdem, der Spiegel ist halt immer so ein bisschen pseudo-journalistisch. Also ist meine Meinung, aber sie machen es halt leider zu häufig, dass sie zu sehr verallgemeinern und das ist halt da auch nicht wirklich viel besser. Da machen sie irgendwie eine Titelgeschichte daraus, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem hintenrum nochmal darauf hinzuweisen, dass die Videospiele eigentlich böse sind. Ja, ich weiß nicht. Es kommt vielleicht auch immer so ein bisschen, ja, es kommt natürlich auch auf den Redakteur drauf an, wer die ganzen Geschichten schreibt. Ne? Da geht es halt wie in jeder gut sortierten
Redaktionen gibt es dann halt die guten und die schlechten Schreiberlinge oder sag ich mal, was heißt die schlechten, die vielleicht das Thema irgendwie aufgedrückt bekommen, dann nicht so Bock drauf haben und das vielleicht nicht so gut rüberbringen wie ein anderer Redakteur, ja. Deswegen, also es gibt im Spiegel durchaus auch Kolumnen, wo ich mir auch an den Kopf fasse und mir denke, ey, habt ihr sie noch alle? Ja. Klar, gibt's auch, aber das gibt's in jeder Zeitschrift und tja, was soll man da groß noch sagen? Ne? Ich meine, ich finde, es ist durchaus mal erwähnenswert. Ja. Weil ich meine, der Spiegel ist halt mitunter eine der, ich denke mal, absatzstärksten, wie nennt man denn dazu? Wie sagt man denn zu sowas? Magazin. Politisch-gesellschaftliches, ausgerichtetes Magazin. Ja. Schön gesagt. Ja. Wie gesagt, kam jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr nur noch heute die Chance, am Bahnhof schnell vorbeizugehen, das zu holen, weil den Montag drauf gibt es wieder einen neuen Spiegel. Pech gehabt. So, was spielt ihr eigentlich so gerade? Diese Woche bin ich nicht wirklich zum Spielen gekommen. Also habe ich tatsächlich nur Quizduell über mein Handy gespielt. Das ist traurig. Gott, ich muss mich jetzt hinsetzen und zocken. Nee, ich war die Hälfte der Woche krank und die andere Hälfte habe ich nur Quizduell gespielt. Also. Hm. Oh. Okay. Ja. André, wie sieht es bei dir aus? Ich habe, wenn dieser Podcast angehört wird, habe ich mit ziemlicher Sicherheit schon Assassin's Creed 3 Liberation HD angespielt. Es ist ja das HD-Remake von Assassin's Creed Liberations, dem Vita-Titel. Ja. Und ich bin gespannt, ob ich nächste Woche davon berichten kann, dass es nicht mehr so verbuggt ist, weil Manuela sagte ja schon, dass es ziemlich verbuggt ist. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Wenn es verbuggt ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich werde es trotzdem spielen, weil es ist Assassin's Creed und es ist das erste Assassin's Creed für mich seit über einer langen Zeit, weil ich habe ja den vierten Teil mit Herzblut an Dana abgegeben. Hihi. Ja, freu dich. Ich habe geweint. Nächtelang. und ja, ich schauen wir mal. Ansonsten spiele ich auch so Smartphone-Games, die man mal eben so zwischendurch spielen kann. Und immer noch Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies, wenn die Zeit jetzt erlaubt. Und zwar mittlerweile den Special Case, weil den man ja herunterladen konnte, wo man einfach einen Wahl verteidigt. Ich habe es ja schon in der letzten Podcast erwähnt. Richtig. Du? Was spielst du? In Sachen Bravely Default hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch fleißig dabei. Aber am Wochenende, also letztes Wochenende, ging auf der Wii U einiges ab. Wir haben Super Mario 3D World durchgespielt. Also, das heißt durchgespielt, ja. Also, ich sag jetzt mal, Spoiler. Wie in jedem Mario-Spiel der letzten 10 Jahre gibt es auch eine Bonuswelt. Oh nein. Die Welten, die machen wir noch, ne? Da sind wir noch dabei. Aber also die eigentliche Hauptgeschichte haben wir gespielt. Bowser ist besiegt. Der Endkampf war unfassbar geil. Super geiler Endkampf. Echt so gut? Ich liebe es. Sau gut. Ey, ohne Scheiß. Sie schaffen es immer wieder, ja. Irgendwie die letzten Mario 3D-Geschichten, die haben mich immer enttäuscht und da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich mache hier den gleichen Endgegner, aber diesmal haben sie sich echt mal was einfallen lassen. Und eigentlich, nee, ich verrate nichts. Sehr es sollte jeder selbst mal erlebt haben, aber es war unglaublich geil. Also ich habe es mit Caroline zusammengespielt und wir sind echt zu zweit, ey, es ist herzgerast, es war saumäßig spannend und toll und super Musik. Und auch die Sonder-Super-Bonus-Welt ist saugeil. Einfach grandios. Aber das war ja nicht das Einzige. Auf der Wii U hatten wir uns mal überlegt, ja komm, gucken wir mal, was die Bibliothek so auf Lager hat. Und wir haben uns mal Nintendo Land ausgeliehen. Und Lego City Undercover. Lego City Undercover ist echt cool. Also ich habe es zwar nicht selbst gespielt, weil Lego-Spiele sind dann eher so das Metier von der Caroline.
Aber ich muss sagen, ey, wenn ich, glaube ich, die Wahl hätte, ein Lego-Spiel in meinem Leben zu spielen, dann wäre es das. Ich fand es echt sehr ansprechend. Es hat mir vom Zusehen her Spaß gemacht. Es sind sehr viele Zitate verbaut, wo ich mir denke, das hat das die Zielgruppe nie im Leben gesehen. Also da sind wirklich Sachen drin, Dirty Harry-Zitate. Geil. Wo ich mir denke, geil, ja, dass sowas drin ist. Oder halt auch Lethal Weapon, ja, das sind ganz viele so Polizeischmonzetten aus den 80ern, 90ern, so Zitate verbaut, super gut, echt, das ist ganz großes Kino. Und halt die Welt sieht echt schick aus, klar, Wii U-Grafik ist, holt dich jetzt nicht so ab wie PS4 und so, aber ist okay, kann man echt super sich anschauen, es wird permanent gelabert, es ist super Humor drin. Hat schon mal echt Spaß gemacht. Und ich glaube, die Caroline, die wird es bei einem reinen Leihvorgang übers Wochenende nicht belassen und sich das irgendwann mal zulegen. Aber dann gucke ich auch gern weiter zu. Es hat echt Spaß gemacht zum Zugucken. Das klingt doch ausgezeichnet. Auf jeden Fall. Also ich kann Daniel vollkommen verstehen. Der hat es ja auch in den Himmel gelobt im vergangenen Jahr. Kann ich absolut unterschreiben. Ey, es macht echt was her. Wer eine Wii U hat und gerade irgendwie nichts auf dem Schirm hat, kann man das durchaus mal nachholen. Nintendo Land haben wir so mal nebenher uns gedacht, naja, okay, komm, wir gucken uns das mal an, dass wir es mal gesehen haben, aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich auch so grundsympathisch. Da sind ein paar Minispiele dabei, die haben echt Laune gemacht. Also wir saßen teilweise echt unterm Tisch, wir haben uns kaputt gelacht. bei diesem einen Spiel, wo einer der Geist ist. Luigi's Mansion, das Spiel. Das ist super geil. Es macht so Spaß. Aber auch dieses andere Mario-Chase-Ding, wo einer Mario ist und die anderen müssen den fangen. Und der eine spielt halt auf dem Pad und sieht die anderen nicht und umgekehrt. Ne? Und ey, das ist echt super. Und da denkst du dir echt, wenn du das spielst, ey, warum gibt's eigentlich solche Sachen nicht mehr auf dem Wii U? Ja, so richtig viele Multiplayer-Geschichten. Gibt's zwar, klar, Mario Wii Party U, aber hey, da könnte eigentlich noch viel mehr los sein in der Richtung. Und ich finde es zum Beispiel auch schade, dass Lego City Undercover keinen Koop-Modus hat, dass einer auf dem Gamepad spielt und einer auf dem Fernseher. Das wäre grandios. Warum nicht? Hm. Naja. Aber ja, ey, Nintendo Land, ich würde es mir jetzt nicht für 40 Euro oder so kaufen, aber so für einen 20er würde ich mir das echt mal so für feuchtfröhliche Wochenenden würde ich mir das zulegen, weil ich stelle mir das schon sehr, sehr spaßig vor, mit 4-5 Leuten. Klingt auch viel. Ja, also ich habe, als es damals vorgestellt wurde auf der E3, habe ich schon gedacht, es wird ein lustiges Partyspiel, so ein bisschen wie Wii Party U, Wii Fit U, genau. Oder was auch immer, wie sie alle heißen. Ja, ja. Ich muss auch echt sagen, die Wii U, ich kann einfach nicht anders, als sie doch echt gern zu haben. Also es ist eigentlich die perfekte Zweitkonsole momentan. Ja, wenn man, es ist eigentlich wie der Wii. Ja, wenn du Singleplayer zocken willst, dann holst du dir halt die Xbox One und PS4, aber ey, sobald noch jemand anderes im Raum ist und willst mit dem zocken, dann gibt's keine bessere Zweitkonsole als die Wii U. Es gibt da die besten Mehrspielersachen momentan auf dem Markt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Auch, und ich meine, Mario Kart ist noch nicht mal draußen und Smash Bros. Oh ja. Super Brawl, Ich freue mich drauf, jetzt schon. Ach, es wird schön. Das wird dann der Moment sein, wo ich mir die Wii U auch zulegen werden muss. Uiuiuiui, da können wir uns ja in Miiverse treffen. Yeah! Oh, das ist auch geil, weil Nintendo Länder laufen überall Miis rum und du siehst halt denen ihre Gamepad-Kritzeleien. Das ist so geil, es macht so Spaß, diesen Quatsch zu lesen. Ich kann nicht malen. Ich kann nicht lesen. Ja klar, jeder Zweite schreibt, voll scheiß Spiel oder ey, voll geil. aber manchmal sind halt so Sachen drin, ach, es ist schon sehr, sehr lustig. Caro hat ja letztes Mal schon, ne, hier Wind Waker und ja. Ja. Ich möchte es nicht weiter ausführen. Gut. Ja, super. Schön, dass du es immer damit endet, dass irgendwer erzählt, dass Nintendo so toll ist. Stimmt, das hat sich, glaube ich, durch die letzten 10 Podcasts immer so durchgezogen. Dann müssen wir noch jemand anders, ein anderes Unternehmen grüßen, Dedelec. Ja, die machen auch gute Sachen und die folgen uns jetzt bei Twitter. Vielen Dank dafür, falls PR-Menschen das hören sollten. Finden wir cool von euch, ihr seid cool, wir lieben euch. Richtig. Und falls der Delik mal Headsets entwickeln sollte, sind wir dankbare Abnehmer. So, liebe Leute, das war Podcast Nummer 100.
Wir haben ihn aufgenommen, ohne zu wissen, welche Nummer wir haben. 128, oder? Oder, oh Gott. Ich glaube schon, ja. Müsste 128. Scheiße. Ja, ist 128, gut. Oh Gott. Ja, also wenn nicht, dann haben wir halt eine Folge übersprungen. Nein, wir sind bei also 128. Also ich erkläre, die ist offiziell zum 128. Podcast. Es gibt kein Zurück mehr. So, liebe Leute, gehabt euch wohl. Ne? Nächste Woche müsst ihr wieder ran an den Speck. Ich bin in Hamburg. Macht's gut, ihr Trottel. Bye-bye. Da muss dann der Daniel wieder ran. Oder eben der André. Ja, sehr gerne. Ich bin erstmal 2 Wochen weg vom Fenster. Ja, dann und viel schau Spaß. Mir, komm gut hin, komm gut zurück. Ja, schau mir die Kuh da an und geh vielleicht mal auf den Kiez. Ja, mach so. Das. Soll ganz gut da sein. Ja, ja. Also, weil ich das letzte Mal gesehen habe, war ja schon mal nicht verkehrt. Ja. So. Okay, bye, bye, bye. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann, ciao. Sayonara.